Herzlich willkommen zum Lehrvideo mit dem Thema die relativprozentuale Belastung durch die Kosten erkennen. Es wird immer argumentiert und die Kosten, ja und die Kosten bei Versicherungen, wie hoch sind die Kosten, was kosten die Kosten eigentlich an Rendite? Das ist ja immer eine relativ wichtige Frage, wo Kosten im Vergleich zum Zusagezins und so weiter gesetzt wird, Kosten absolut und Kosten relativ. Aber es ist tatsächlich so, dass nur die relativen Kosten jetzt interessant sind und nicht nur die relativen Kosten, sondern letztendlich größte Kostenkomponente ist ja der Zins, den ich zusage, und zweitgrößte ist letztendlich der Arbeitgeberzuschuss, den ich zusage und in Wirklichkeit gar nicht zahlen und aufbringen und aufwenden möchte, weil er zum Zins finanziert werden muss. Das sind ja die größten Kostenkomponenten, die im Prinzip durch den Zins letztendlich erwirtschaftet und gerechtfertigt werden soll. Ich habe Ihnen hier ein paar Seiten aus der Hochrechnungen zusammengestellt, und zwar zum einen mal den Liquiditätsverlauf im Unternehmen. Im Liquiditätsverlauf sieht man natürlich absolute Kosten. Ich sehe die Einrichtungsgebühren, ich sehe die Verwaltungsgebühren. Das sind absolute Beträge. Da kann man lange diskutieren. Bei 50 Mitarbeitern sind 4.700 Euro hohe Verwaltungskosten, sind es niedere Verwaltungskosten. Rechtfertigt das schon eine Staffel nach unten. Bei größeren Kollektiven geht das sehr schnell nach unten. Über die Kosten kann man sich natürlich sehr viel Gedanken machen. Entscheidend ist, wie sieht es relativ aus. Und unsere Hochrechnungen berechnen wir so, dass wir einen Zinssatz berechnen, der im Prinzip erreicht werden muss im Worst Case, das heißt ohne Fluktuation, ohne Aufnahme neuer Mitarbeiter, durch ein aussterbendes Versorgungswerk, wenn keine ersetzt werden und so weiter, dann müssen wir im Worst Case 2,69% Zins erreichen, dass das Ganze für den Arbeitgeber 0 auf 0 aufgeht, dass auch die letzten Steuern noch alles bezahlt werden können, was bei unseren meisten Wettbewerbern einfach ganz grober Fehler ist und ja, versehentlich oder bewusst einfach nicht zu Ende geführt oder gedacht wird. Den Zins muss ich erreichen, dass das 0 auf 0 aufgeht. Das heißt, ich nehme von der Entgeltumwandlung erstmal alle Einrichtungsgebühren weg, alle Verwaltungskosten weg, alle PSV-Beiträge weg und sage dann, der Rest, wie hoch muss ich der verzinsen, dass zum Schluss die gesamte Entgeltumwandlung plus Zins und auch der Arbeitgeberzuschuss daraus einfach aus der Verzinsung der Restliquidität wieder vorhanden ist. Also ganz entscheidende Größe. Wir zeigen dann auch, was passiert, wenn wir einen höheren Zins erwirtschaften, dann bleibt natürlich zum Schluss was übrig. Aber auch interessante Größe ist immer auf der nächsten Seite, da sagen wir, okay, wenn wir jetzt einen Arbeitgeber hätten, der bereit wäre, die kompletten Einrichtungsgebühren sowie die jährlichen Verwaltungskosten zu übernehmen, also die trägt er, die zahlt er, die müssen nicht aus der Restliquidität vom Mitarbeiter verdient werden. Wie hoch muss ich dann die Restliquidität vom Mitarbeiter verzinsen? Da geht er dann nur mehr PSV-Beitrag weg, dass zum Schluss die Entgeltumwandlung plus der Zins plus der Arbeitgeberzuschuss zur Verfügung steht. Und das sind hier 2,3% per anno. Das heißt, wenn wir kostenlos arbeiten würden oder wenn der Arbeitgeber unsere Kosten übernimmt, das ist ja für die Rechnung beides mal das Gleiche. Wenn wir kostenlos arbeiten würden, dann würde eine Verzinsung von 2,3% reichen. Wenn wir nicht kostenlos arbeiten, braucht man die Verzinsung für 2,69%. Das heißt, wir haben hier 0,39%, was wir mehr an Zins brauchen durch unsere Kosten. So kann man das relativ ganz gut ausrechnen. Es ist bei jedem Unternehmen anders, sind nicht mehr 0,39, manchmal sind es auch wirklich deutlich weniger. Größte Komponente ist aber immer der Arbeitgeberzuschuss, und da haben wir hier auch nur Größenordnung, gehört jetzt nicht zum Thema hier, aber ganz wichtig, wenn er bereit wäre, die arbeitgeberfinanzierten Versorgungsbeiträge tatsächlich aufzuwenden, tatsächlich den Zuschuss zu zahlen, weil er dem einfach anstatt an Gehaltserhöhung sowieso was machen würde, dann brauche ich natürlich nur 0,87%. Aber aus diesen beiden Beträgen können es die 2,30 und 2,69 können es die relative Kostenbelastung errechnen. Und damit bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit
und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.